Morgen, meine Lieben, da draußen. Oder guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist, wenn ihr das anguckt. Also bleiben wir wieder beim Moin. Es geht weiter mit unserem schönen kleinen Dörfchen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt unbedingt mein kleines Bärenhaus hier fertig kriegen. Jetzt im Winter, da sieht man ja auch richtig schön, wie toll das hier gelegen ist mit den Bäumen drumherum. Man sieht jetzt ganz gut, wo die Bärenbüsche sind. Also es ist wirklich unser kleines Bärenhaus. Das möchte ich heute fertig bauen. Das Wetter ist schön. Sonne scheint zwar nicht, aber es ist hell, es ist Winter, es ist herrlich. Ich habe Klamotten an, werde also nicht erfrieren. Ja. Gut. Der Plan ist, ich würde jetzt mal eben kurz ein bisschen Holz holen, weil dann braucht ihr mir nicht die ganze Zeit beim Bäumefällen zu gucken. Leg mir da ein bisschen was hin, sammle ein paar Steine und dann bauen wir das Häuschen fertig. Gut. Das ist erstmal der Plan. Und dann gucken wir mal, vielleicht schaffen wir das heute sogar noch, den Herbert dazu zu holen. Das fände ich schon schön. Dann bin ich nicht mehr ganz so alleine hier im Wald. Das ist doch ein guter Plan. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig mit Sammeln. Ich habe jetzt einige Rundhölzer gesammelt und habe ein paar Bretter schon gemacht und mir ins Haus gelegt. Und eigentlich wollte ich jetzt noch ganz viel Steine sammeln und euch dann erst dazu holen. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie wunderschön das hier ist, wenn man nachts im Winter durch die Gegend läuft. Das sieht so schön aus. Man braucht eigentlich gar keine Fackel. Noch schöner wäre es, wenn man den Mond sehen würde. Ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist. Wir können mal kurz gucken. 22 Uhr. Ich meine, dafür ist es echt, echt hell, ne? Manchmal sieht man auch den Mond, aber heute ist es irgendwie zu bedeckt dazu. Aber das ist wirklich ein Vorteil vom Winter. Man kann hier super im Winter arbeiten, ohne dass man eine Fackel benutzen muss. Ich habe jetzt mal ein paar Steine gesammelt. Irgendwie gibt es hier überhaupt nicht viele Steine. Selbst am Fluss sind wenige. Also werde ich doch sehen, dass ich möglichst schnell diesen Grabungsschuppen da fertig kriege. Man kann die Steine im Winter ja super gut sehen, wenn denn welche da sind, ne? Und hier sind gerade momentan gar keine da. Das ist ziemlich nervig. Müssen wir mal gucken, auf der anderen Seite da von dem, da wo die Bison waren, da sind bestimmt noch Steine, weil da ist mehr Wald. Aber da sind eben halt, wie gesagt, auch die Bison. Ich habe jetzt sogar mal daran gedacht, was zu essen und was zu trinken, was ja auch bei mir nicht so ganz selbstverständlich ist. So, dass wir nicht gleich irgendwie wieder, ne, umkippen. Aber ich möchte jetzt nicht ungern mit euch jetzt nachts bauen. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, wie schön das ist. So, in der Nacht hier. Deswegen gehen wir jetzt erstmal schlafen. Taschen sind sowieso voll. Und bauen dann in Seelenruhe im Hellen unser Häusle weiter. Zack. Oh. Die Sonne scheint. Oh, wie schön. Ist das schön? Herrlich. Gut. Also, hier habe ich so ein paar Rundholz liegen. Ich habe ein paar Bretter liegen. Steine haben wir eben geholt. Eingestellt hatten wir das Haus ja schon, wie ich das haben will. Dann können wir jetzt eigentlich loslegen. Dann hauen wir mit dem Hämmerchen auf die Wand. Jetzt gucke ich mal. Ich brauche bestimmt gleich noch einen Hammer. So, da oben brauchen wir immer 12. Das ist echt viel. Deswegen habe ich schon ein paar Bretter gesägt. Ich mache jetzt erstmal die Steine weg. Erstmal die Steine verarbeiten. Brauchen wir aber echt viel Steine. Obwohl, nö. Halbe Haus haben wir ja schon fast jetzt. Gut. Dann holen wir uns hier mal das Rundholz. Eins. Ah, schaffen wir zwei. Oh, geht noch. Müssen ja nicht weit. Wenn wir uns in der Mitte stehen, komme ich da überall ran. Können wir ja auch gleich die Bretter aufnehmen. Zack. Das kann ich mir zwar nicht mehr bewegen, aber muss ich auch nicht. Also diesmal habe ich sogar ein bisschen gerechnet. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, was ich natürlich nicht ausschließen will, sollte das mit den Brettern genau passen. So, Hammer. Bin ja mal gespannt. Ich habe das jetzt so grob ausgerechnet. Man
braucht ja irgendwie 48 Stück. Nee, was habe ich denn da gerechnet? Stimmt doch gar nicht. Doch, 24 pro Seite, 48. Jetzt mal gucken, ob das passt. Ha! Ich habe richtig gerechnet. Das ist aber irgendwie beruhigend. Zack. Zack. Sollte da echt so viel Wand hin? Naja, werde ich mir schon was bei gedacht haben. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, sogar mehr Rundholz, als ich brauche. Nee, ach, da oben soll ja auch Rundholz hin. Wie viel braucht man denn da immer? Zwei. Na gut, geht da noch. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt mit dem Rundholz kommen, was ich hier so gesammelt habe. Oh, da liegen ja auch noch Steine. Ein paar. Kann ich den noch bewegen? Nee, das war zu viel. Oder komme ich da jetzt so ran? Nee, war zu viel des Guten. Und 16 ist ja doch ein bisschen heftig, ne? Legen wir mal die Hälfte ab. So, zack. Da oben kommt auch Rundholz hin. Oh, ich bin schon richtig gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. So, brauchen wir da noch Rundholz? Haben wir jetzt noch Rundholz in der Tasche? Eins ist da noch. Kommt, reicht das sogar mit dem Rundholz? Mensch, das nehme ich mal eine Planung. So, jetzt mal in der Reihe nach. Da fehlt Stein, da fehlt Stein. Da fehlt noch ein Rundholz. Da fehlt Stein, da fehlt Stein. Da fehlt Stein. Oh, braucht gar kein Rundholz mehr. Mensch, super. Dann machen wir das mal so, wie ich das auf der anderen Seite auch gemacht habe. Dann lege ich das hier mal so wieder daneben. Weiß ich immer so, links vom Haus oder rechts vom Haus liegt immer was Rundholz, wenn ich mal was suche. So, dann kann das abgelegt werden. Hier waren irgendwo noch Steine eben. Da haben wir noch Steine. Irgendwo da dann noch ein Stein. So. Ach, ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Dann gehen wir noch mal ein paar Steine sammeln. Vielleicht liegt ja auch hier bei uns auf dem Grundstück so ein paar Steine rum. Nicht wirklich. Essen, trinken habe ich noch. Gut, dann können wir jetzt mal ein paar Steine sammeln gehen. Ich nehme mal die Axt in der Hand, falls uns einer blöd kommt. Da kann man ja dann notfalls immer noch mit zuschlagen. Machen wir mal speichern. Weil wir jetzt ja wieder in eine Gegend gehen, wo das jetzt irgendwie nicht so lustig ist. Ein Reh. Hallo Reh. Keine Sorge, ich brauche gerade kein Fleisch. Das sind auch keine Steine. Hm. Ach, das Reh. Läuft der? Hier sieht das überhaupt nicht steinreich aus. Hm. Das ist ja doof. Ah, nicht sehr ergiebig hier, ne? Müssen wir wahrscheinlich doch runter zum Fluss. Entweder ich bin blind oder sind da wirklich, das sind wirklich keine Steine hier. Zumindest rennt hier kein Bison rum. Das ist ja auch schon mal auch was wert. Gut. Das sieht ja nicht so toll aus. Also man muss sich ja mal entscheiden. Wenn man jetzt so viel Ahorn hat, was irgendwie total klasse zum Bäumefällen ist, dann hat man meistens wenig Steine. Wenn man viel Kiefern hat, die nicht so viel Holz bringen, also die bringen ja nur 3 statt 4, dann hat man viele Steine. Also es gibt wahrscheinlich wirklich nicht den perfekten Platz, wo man sagt, da kannst du bauen, da liegt alles rum. Wäre ja auch irgendwie unrealistisch und wenn es da jetzt so einen Platz gäbe, so einen magischen. Aber na gut, irgendwann haben wir ja den Grabungsschuppen und dann kloppen wir uns unsere Steine selber. Gut, dann gehen wir doch mal wieder zum Fluss. Am Flussufer liegen halt viele Steine. So viel brauchten wir ja auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich gehe jetzt mal so lange, bis ich dann wieder nicht mehr laufen kann. Was ich mir ja auch wünschen würde, ne, das habe ich schon so oft gedacht. Man kriegt ja unten links ja diese Anzeige, wenn man überladen ist. Und man sieht das immer erst, wenn es zu spät ist. Also in dem Moment, wo man überladen ist, erscheint dieser rote Balken. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das vorher schon erscheint. Also dass er so steht, Achtung, so kurz vorher, gleich bist du überladen, wenn du jetzt noch einen Stein aufnimmst. Das fände ich echt viel besser. Also ich brauche jetzt keine dauerhafte Anzeige, wo immer drauf steht, wie viel ich jetzt in der Tasche habe. Aber so mindestens kurz vorher, das wäre schon echt gut. Es ist schade, dass das nicht geht.
dass man nicht immer so überrascht wird, weil dann müsste man jetzt wieder einen Stein ablegen und das ist alles so unnötig eigentlich. Weil ich meine, das wäre ja schon realistisch, dass ich selber weiß, wie viel ich in der Tasche habe, dass ich das immer sehen kann. Und ich erst merke so, wenn ich einen Stein in die Tasche packe, so, oh, ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Mal gucken, vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht reicht das schon. Ich bewundere mich immer, wie viele Steine das denn doch sind, wenn man denkt so, oh, ich habe irgendwie nur hier oder einen gefunden, da einen gefunden. Und da sind es manchmal doch ganz schön viele. Mehr als gedacht. Oh, ich freue mich gleich mal gucken, wenn es fertig ist. So. Eins, zwei. Oh, zwei Steine noch. Zwei Steine. Das darf ja nicht so schwierig sein, ne? Stein, Stein, Stein. Komm, zwei Steine. Zwei einfache kleine Steine brauche ich. Mehr will ich gar nicht. Zum Suchen könnt ihr ja mal auch mal dieses Schleichen einstellen, ne? Dann rennt man nicht so schnell, dann sieht man die Steine besser. Das fällt mir jetzt aber auch früh ein. Also wenn man Schleichen einstellt, dann geht er ja langsamer. Man kann aber trotzdem laufen. Da läuft er normal schnell, weil im Laufen Schleichen ist ja eh schwierig. Oh, Federn. Oh, die Federn habe ich völlig vergessen. Die wollte ich ja auch immer nebenbei aufsammeln. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Ich brauche zwei Steine. Hallo, da. Zurück. So, kann man Schleichen wieder ausstellen. Im Winter ist das mit dem Schleichen sowieso ein bisschen schwierig. Weil im Schnee schleicht sich's ja nicht so gut. Aus meinem Haus da. Ting. Fertig? Home sweet home. Mein Haus, mein Heim, mein Home ist mein Castle. Oh, ich freue mich. Ich freue mich über dieses Haus da in der Ecke. Oh, das werde ich mir richtig schön nett hier rundrum machen. Woran man jetzt auch seit dem letzten Patch denken muss. Erstmal gucken, reinkomme ich. Truhe ist auch schön. Da muss man auch nicht immer um die Ecke gehen, wenn man zur Truhe gehen will, weil normalerweise ist die Tür ja hier. Und so rum finde ich das viel schöner. Obwohl, ich hätte da vielleicht... Ach nee, nee, komm, reicht so. Ist super. Woran man seit dem letzten Patch denken muss, ist, dass wenn man Sachen in der Kiste hat, wo man nicht wohnt, dann werden die beim Jahreswechsel einfach gelöscht. Also die verschwinden dann einfach. Man muss immer darauf achten, wenn man so Sachen in der Kiste hat, man muss die immer in seinem eigenen Haus haben, weil anfangs haben die Leute dann immer alle auf allen Häusern irgendwelche Sachen verteilt, weil der Platz nie reichte. Das geht jetzt nicht mehr. Also man muss, wie gesagt, immer alles in der eigenen Kiste haben. Deswegen packen wir das jetzt mal rüber. Und das nehmen wir rüber, das nehmen wir rüber. Das nehmen wir. Wieso liegen hier noch zwei Bären? Achso, das waren unsere Testbären, ne? Alles rübernehmen. Dünger haben wir da auch noch. Das können wir dann nachher alles mal vernünftig verteilen. Jetzt packe ich das erstmal noch in meine Kiste. So. Das Rad können wir uns eigentlich auch mal so vor die Tür stellen, ne? Ja, machen wir später. So. Dann erstmal hier alles in die Kiste rein. Da können die Speere, obwohl die Speere kann ich eigentlich mal verkaufen. Nein, brauche ich eigentlich nicht mehr. Hab jetzt den langen Bogen. Hab ich meine Pfeile sind da? Ja, 50 Pfeile habe ich. Ich packe mal die Schaufel in meine Kiste. Ich habe da jetzt schon ein paar Baumstümpfe weggemacht, da wo das Ding hin soll. Der Schuppen. So, das lassen wir drin, das lassen wir drin. Die Beeren können wir ja eigentlich auch mal unterwegs einfach aufessen. So, den Wegerich. Da lege ich mir hier mal ein paar auf Reserve. Und das Hanneskraut können wir mitnehmen. Dünger kann in die Kiste. Die Federn können in die Kiste. Ich packe immer gerne alles in die Kiste, was ich jetzt nicht aus Versehen unterwegs verkaufen möchte. Und das Rad packen wir in die Kiste. Geld müssen wir uns dann auch mal wieder besorgen. Obwohl, wir haben noch Beeren gehortet. Ne? Wir könnten ja jetzt, wenn wir den Herbert holen, ein paar Beeren mitnehmen. Das ist überhaupt eine gute Idee. Den Trinkschlauch überlege ich jetzt, ob ich einfach den neuen behalte und den gebrauchten verkaufe. Ja, ist auch Quatsch. Ich benutze so selten Trinkschlauch. Ich meine, bin zwar immer froh, wenn ich einen dabei habe, aber benutze den eigentlich selten. Das lassen wir drin. Den Kram müssen wir jetzt ja nicht unnötig hier lagern, weil ich brauche es nicht mehr, dann kann ich es auch verkaufen. Aber meine Tasche,
packe ich mal rüber, nicht, dass ich die aus Versehen verkaufe. Und dann packen wir uns noch. Nee, das Leder behalten wir noch. Vielleicht will ich mir ja noch mal Schuhe nähen. So. Johanniskraut kann drin bleiben. Jetzt gucke ich noch mal im Lebensmittellager. Ach so. Ja, jetzt sollten wir da auch noch einziehen. Und zwar, das macht man, jetzt gehe ich mal hier ins Menü beim Management. Da stehen jetzt unsere Häuser. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil man immer nicht genau weiß, welches Haus was ist. Weil wenn man ganz viele Häuser hat, hier steht immer nur einfaches Haus. Und wo verdammt nochmal ist jetzt das? Jetzt ist es noch einfach, ich habe nur zwei. Aber wenn jetzt hier irgendwie 5, 6 Häuser stehen, dann ist immer die Frage, wo ist meins und wo wohnt wer? Finde ich ein bisschen blöd gemacht. Also es wäre irgendwie schöner, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt bei den Häusern ist, also wenn man jetzt hier ist und man drückt jetzt hier Alt, dann steht da einfaches kleines Haus. Das wäre ja natürlich schön, wenn da stehen würde Heikes Bude oder so. Also sowas in der Art. Rundholzstock. Wo liegt denn dann Rundholzstock? Noch Stöcker liegen? Huch. Den wollte ich doch gar nicht. Wo liegen denn da Stöcker? Hä? Hab ich die jetzt mit eingebaut? Achso, da drunter liegen doch Stöcker. Oh, so viele auch noch. Die bringen wir jetzt mal, wir bringen das mal ins Ressourcenlager. Oh, stimmt, was ich vergessen habe. Wenn ich jetzt jemanden zu mir ins Dorf hole, dann brauche ich unbedingt im Ressourcenlager Brennholz. Damit die ein Feuer machen können, sonst sind die sauer. Das passt natürlich jetzt ganz gut. Dann machen wir hier mal jetzt. Ist da Brennholz drin? Nee, ist nicht Brennholz drin. Kuh. Und zwar macht man das aus Rundholz. Jetzt mache ich mal alles zu Brennholz. Komischerweise ist Brennholz schwerer als normales Rundholz. Das heißt, wenn man Rundholz zu Brennholz verarbeitet, also eigentlich hackt man das ja in Holzscheite, so wie das dargestellt wird, wird es schwerer. Hier wird doch nicht schwerer. Ich dachte, es wird schwerer. Was war denn das? Irgendwas wird schwerer. Aber die Anzeige unten geht ja runter, ne? Hm. Dann war das doch nicht... Oder haben die das geändert? Es war nicht mal so, dass das schwerer geworden ist. Egal. Rein deine Kiste. So, 32 Brennholz. Die Stöcker kommen da rein. Wenn ich zu wenig Brennholz habe, dann fangen die an, irgendwie die Stöcker zu verbrennen. Das ist auch immer ziemlich nervig. Das 32 ist ein bisschen wenig. Also man kann jetzt in der Karte, wo ist die Karte? Die, hier beim Management kann man sehen, wie groß die Nachfrage ist. Jetzt ist die Nachfrage noch 0, weil meine Nachfrage zählt wohl nicht. Also ich brauche irgendwie kein Brennholz. Aber sobald da jemand jetzt reinkommt, also ich Bewohner habe, dann steht hier, wie viel Brennholz die pro Stunde brauchen. Und daran kann man dann sehen, ob das Holz reicht oder nicht. Und wenn das auf 0 ist, dann werden die, wie gesagt, sauer. So, ich habe keine Menschen. Jetzt gucken wir mal. Achso, wie spät ist denn überhaupt? Karte. Ja, halb. Ach, das schaffen wir noch. Da gehen wir jetzt mal hin. Sind wir jetzt schon eingezogen? Sind wir nicht, ne? Das wäre es jetzt. Ich hole den Herbert und der zieht in mein Bärenhaus. Nein, man muss da natürlich noch einziehen. Management. So. Jetzt noch relativ einfach, weil da wohne ich nicht. Also da kann ich einziehen und hier unten gibt es C. Und man sagt C, zack, einziehen. Jetzt wohne ich da unten. Und wenn das sieht man auch daran, wenn ich jetzt hier gucke, oben das Häuschen, wird jetzt das angezeigt. Vorher wurde... Entschuldigung. Vorher wurde das als mein Home angezeigt und jetzt wird das an mein Home angezeigt, oben da an dem kleinen Haus in der Leiste. Gut, jetzt wohnen wir also offiziell da. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwas habe rumliegen lassen, was ich noch wegräumen sollte. Nee. Kiste ist leer. Wir heizen hier mal an. Hoffentlich ist der da noch. So, dann werden wir jetzt noch was trinken. Was essen. Wir müssen ja noch genug Kohl haben. Und dann überlege ich mal, ob ich noch Beeren mitnehme zum Verkaufen. Weil wir haben ja noch 1000 Beeren. Erstmal esse ich was von dem alten Kohl. Dann nehme ich mal für den Rückweg noch welche mit. 10, 2 Kilo, 3 Kilo, 3 Kilo Kohl. Und dann nehmen wir noch Beeren mit. Also die Hälfte. Beim Frühling, neben Sommer gibt es die nächsten Beeren. Vielleicht hole ich doch beide her. Dann kann eine irgendwie Beeren sammeln im Frühling und der andere Holz hacken.
wenn ich schon mal da bin und wenn die da überhaupt noch sind, weil ich habe nämlich jetzt festgestellt, die hauen ab, ne? Also die ziehen jetzt irgendwie von Dorf zu Dorf. Das heißt, wenn ich die jetzt in dem einen Dorf gesehen habe und angeworben habe, heißt das nicht, dass die da jetzt immer noch sind. Oh, 55 Kilo, das war ja wohl nix. Das war ein bisschen viel. Da müssen wir mal kurz 20 Kilo wieder wegnehmen. So. Immer noch. Sonst wäre. Ah ne, ich wollte ja Kohl essen. Vielleicht reicht das ja dann schon. Jetzt essen wir mal Kohl. Ah, das wäre natürlich doof, weil die hatte ich ja beide über 70%, wenn die jetzt irgendwie weg sind. Ah, einer noch. So, dann noch zwei Kohl. Ach, den können wir. Ja, wir wollen ja nicht viel machen. Ich will ja gar nicht groß rumreisen. Ich gehe da jetzt nur hin und hol den. Brauche ja keinen Kohl mitnehmen. Das werde ich ja wohl schaffen, an einem Tag jetzt hier bis heute Abend wieder zurück zu sein. Zack. Nur was können wir ja ein paar Beeren essen. Na, passt doch. 7 Gramm könnten wir noch mitnehmen. So, ausgerüstet. Bogen haben wir dabei, falls irgendjemand doof kommt. Und jetzt gehen wir mal zur Karte. Wo ist er? Da. Da oben wollen wir hin. Jetzt könnten wir, wie gesagt, wieder quer durchgehen. Aber wir haben ja die Feststellung gemacht, dass das jetzt irgendwie nicht ganz so schlau ist. Ich werde jetzt mal hier unten halten, mal sehen, zu dem Weg gehen und dann hochgehen. Weil hier oben irgendwo, da bei dem Sumpf, da sind die ganzen Wildschweine und da habe ich jetzt so gar keine Lust drauf. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen zügig. Oder gehe ich alleine und treffe euch dann da? Bin ich denn jetzt hier? Hä? Hm. Kann ich ja auch machen, ne? Müsste man beim Laufen nicht zugucken. Ja, ich mache jetzt hier mal kurz einen Cut und wir treffen uns gleich kurz vor Baranica oder wie man das Ding heißt. Bis gleich. So, ich hole euch mal wieder dazu. Die Musik hat auch gerade wieder angefangen. Ich habe es geschafft, jetzt relativ zügig bis zu dem Weg zu kommen. Und da hinten sieht man ja auch schon wieder einen Bison. Aber da werden wir uns jetzt mal ganz galant drum rumschleichen. Ich meine, die tun einem so eigentlich nichts, wenn man sie in Ruhe lässt. Ist die Frage, wenn ich da jetzt durchlaufe. Hallo Bison. Ich muss da mal ganz schnell fort durch. Manchmal machen die das. Manchmal verfolgen die einen und greifen einen auch an, aber... Oh, der scharrt schon mit den Füßen. Gut, okay. Das sieht man manchmal. Dann scharren die so mit den Hufen und dann weiß man, man sollte vielleicht doch mal jetzt irgendwie woanders lang gehen. So. Da oben ist es. Oh, bitte. Hoffentlich ist der Herbert noch da. Hoffentlich ist der noch da. Dum, dum, düdeli, dum. Ja, jetzt speichere ich mal, wo wir so schön weit gekommen sind, ohne gestorben zu sein. Ist ja manchmal auch schon viel wert. Herbert und Zugmunda waren das, glaube ich, hießen die beiden. Seid ihr das noch? Ja, Herbert und Zugmunda. Oh, da sind ein paar Quests. Habe ich da jetzt Lust zu? Eigentlich nicht. Pass auf, Herbert. Auf dich habe ich ja gewartet. Ich gucke jetzt nochmal die Kurswerte da an. Ja. Der hat eine 3 für Abbau, der hat eine 3 für Survival und 3 für Crafting. Der ist super. Ich mag Herbert. Herbert? Du? Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen, Herbert. Was hältst du davon? Klingt wie das, was ich gesucht habe, mit Vergnügen. Wir sehen uns dort. Hallo, Herbert. Neuankömmlinge, die Bewohner deines Dorfs. Um sie zu überzeugen, in dein Dorf zu ziehen, musst du die richtige Anzahl an Dynastie-Reputation, Punkte rein und so weiter und so weiter. Ja, wer sich das durchlesen will, kann die Stopptaste drücken. Ich habe jetzt keine Lust zu. Ding, ding. Einwohner brauchen ein Haus. Ja, das wissen wir alles. So soll das sein. So, und jetzt steht da oben links am Monitor da dieses ein Bewohner ohne Zuhause. Das wurde auch geändert mit dem Patch, weil früher war das so, dass sie von automatisch in ein leeres Haus gezogen sind. Es geht jetzt aber nicht mehr so. Dadurch, früher konnte man auch zum Beispiel 2 Frauen oder 2 Männer in ein Haus setzen. Geht jetzt auch nicht mehr. Eigentlich schade, ne? Weil man konnte das immer machen, wenn man sicher gehen wollte, dass die keinen Nachwuchs kriegen, dann einfach 2 Frauen in ein Haus setzen.
Geht jetzt aber nicht mehr. Gut. Jetzt muss man immer einen Mann, eine Frau. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus mit einer Frau hat nur. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Haus habe mit Herbert drin. Und würde jetzt noch einen Mann anwerben. Dann könnte ich den nirgendwo unterbringen, weil der nicht zu Herbert ziehen will. Da muss man drauf achten. Jetzt sage ich hier F-Details anzeigen. Haus zuweisen. Und wir haben hier ein leeres. So. Akzeptieren. Jo. Jetzt gehe ich mal einmal raus und wieder rein und guck mal, wie das mit der Nachfrage nach Brennholz 0,5 pro Stunde. Ich meine, wir haben 67. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hole Zugmunda gleich dazu. Ich glaube, ich hole die auch gleich, wo wir schon mal hier sind. Dann müssen wir da nicht wieder hinlaufen. Ja. Ich habe jetzt momentan eigentlich keine richtige Arbeit für sie. Aber, warte mal, ich guck mal die Werte nochmal an. Zugmunda wäre eine gute Feldarbeiterin. Und irgendwie ist die mir gerade total sympathisch. Nehmen wir die mit? Nehmen wir die mit? Nehmen wir die mit? Soll ich die mitnehmen? Zugmunda. Ach komm. Na, kommst du mit? Jo. Gut. Zugmunda und Herbert wohnen jetzt in einem Haus. Dann gehen wir da nochmal wieder zurück. Da rein. Und Zugmunda. Details anzeigen. Haus zuweisen. Einfaches kleines Haus. Flupp. Zack. Und jetzt hier unter Häuser. Jetzt können wir mal zurückgehen. Unter Häuser sehe ich jetzt hier 2 von 3 sind da drin. Man kann immer nur 2 reinsetzen. Das dritte ist für ein Kind. Mal sehen, ob die beiden zusammen glücklich werden und ein Kind kriegen. Werden wir dann sehen. So, da wohnt jetzt Herbert und Zugmunda. Ja, die sind 4 Jahre auseinander. Das passt doch. Jetzt könnte ich aber dem Herbert einer gleich als Holzfäller zuweisen. Das mache ich jetzt auch gleich mal, bevor ich es wieder vergesse. Dem geben wir jetzt einen Arbeitsplatz. Und zwar soll der im Holzschuppen arbeiten. Als Holzfäller, was auch immer. Was auch sonst, meine ich. So, und im Holzschuppen sagen wir jetzt mal, was der machen soll. Und zwar, da sieht man jetzt, wenn man es aufruft mit F, da arbeitet der Herbert. Und hier steht hier 3 hat er, weil Crafting, hier steht immer, was man dafür braucht. Und da sagen wir ihm jetzt mal, hier kann ich jetzt einstellen, hier oben, was der machen soll. Stöcker sammeln braucht er nicht. Stöcker sammeln. Ah, vielleicht ein paar. So, der soll Rundholz machen. Und der soll Brennholz machen aus dem Rundholz. Da steht jetzt keine Ressourcen, weil er noch kein Rundholz im Lager da, noch keins gemacht hat und auch keins im Lager ist. Aber sobald er dann irgendwie Rundholz geschlagen hat, klappt das auch mit dem Brennholz machen. Und dann soll er ein paar Bretter machen, die brauchen wir ja auch. Vielleicht machen wir das so. So. Kannst du ja bis 100% machen. Da hat er natürlich jetzt auch keine Ressourcen, wie gesagt, weil ihm ja natürlich das Rundholz noch fehlt. Was ist denn jetzt wichtiger? Brennholz, Bretter? Bretter auf 20 vielleicht? 5% haben wir noch. Lass ich ihn erstmal ein bisschen Brennholz machen, ist ja Winter. Machen wir mal so. Also wenn er das erste Rundholz gemacht hat, dann sieht man hier halt auch, wie viel er schafft. Also er schafft jetzt irgendwie 1,8 Rundhölzer pro Stunde. Das wäre am Tag dann irgendwie 24 mal 1,8. Ja, könnt ihr euch selber ausrechnen. Gut, der ist beschäftigt. Zugmunda, was könnte die denn mal machen? Gar nichts irgendwie, ne? Nö. Die können einfach zu Hause warten und gucken. Irgendwas basteln in der Werkstatt bringt ja auch nichts. Nö, die macht halt nichts. Gut. Wer bist du? Wer bist du, Wildtruder? Du kannst, naja, nur Kräfte. Mal gucken, wie alt die ist. 28, ein bisschen alt. Eigentlich will ich dich gar nicht haben. Also zum Heiraten ist sie mir zu alt. Nee. Jetzt gucken wir, wer hier denn sonst noch ist. Ich brauche jetzt mal langsam, müsste ich mir mal Gedanken um eine Frau machen. Da sind 3 drin. Sambuja, Mildreda, Ostrobot. Das heißt, wenn da 3 sind, drin sind, sind das meistens Mutter, Vater, Tochter. Oh, die ist jetzt... Erstens ist das ein Mann und zweitens ist ein bisschen jung für uns. Aber, oh, da ist noch eine. Na, die sieht ein bisschen sehr jung aus.
Mit 8. Nee, 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 das wird wohl nix. Da ist keine Frau für uns. Und hier ist da jemand drin. Da scheinen auch ein paar Leute drin zu sein. Das ist wahrscheinlich die Mutter. Ja, die ist 55. Töchterchen, wie alt bist du? 24. Ja, das wäre doch was. Obwohl, ist auch schon 6 Jahre älter. Also zumindest könnte man die heiraten. Also die sagt nicht, Entschuldigung, ich bin verheiratet. Dann können wir sie ja zumindest mal ein bisschen anschnacken. Wie ist die Arbeit? Nee, kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps, liebe Bertha? Tut mir leid, hat sie nicht, aber immerhin +2. Hast du einen Moment Zeit? Was ist mit der Arbeit? Geht's dir gut? Findest du doof? Also, wenn die jetzt lieber in der Näherei arbeiten würde, dann ist das wahrscheinlich eine Feldarbeiterin. Na gut, denn nicht. War jetzt ein Versuch wert. Bist eh zu alt für mich. Jo, ist hier noch jemand? Oh, verdammt. Wir wollten ja was verkaufen, wo wir jetzt schon mal hier sind, ne? Die haben Sohn. Norbert. Zeig mir deine Ware, lieber Norbert. Wir können ja mal Dünger mitnehmen, ne? Brauchen wir noch Dünger fürs Frühjahr? Na, Winter kommt ja Frühling, ne? Gut, wir verkaufen jetzt erstmal die Holzspeere. Die können weg. Das kann weg. Haha, nicht mal Langbogen verkaufen, bitte nicht. Dann können wir die Eisenbolzen verkaufen, dass unsere Kasse mal wieder ein bisschen gefüllt ist. Dann können wir die Haube verkaufen. Wenn ich was trage, dann Strohhut, sonst nix. So, dann verkaufen wir mal die ganzen Beeren. Zack. Das Johanniskraut. Zack. 650 Tacken. So, jetzt sind die Taschen leer. Wir können wieder ordentlich was tragen. Den Trinkschlauch für 35. Ach komm, den verkaufe ich auch. Oder ich verkaufe den. Weil der schon auf 92% ist. Komm, den. Und den machen wir uns dann mal wieder voll. Dann nehmen wir jetzt mal Dünger mit, wo wir schon mal so leer hier sind. Kaufen. Wir haben 18 Felder. Ich weiß nicht, wie viel Dünger wir da noch haben. Nehmen wir mal an. Ich würde ein bisschen viel, ne? 15 Kilo. Kopfrechnen müsste dann mehr. Nehme ich jetzt so viel Dünger mit? 36 vielleicht. Ich wollte ja eigentlich noch ein kleines Feld mit Flachs machen, was dann hier die Zugmunder ernten kann. So wären das 4 Felder. Ein bisschen Dünger haben wir, glaube ich, noch. Nehmen wir ein bisschen mehr, 360. Irgendwie mag ich ja Sachen, die durch 9 zu teilen sind. Ach komm. Dann können wir auch 50 nehmen, ne? Mann, ich mach mich hier schon wieder echt. Oh, verdammt. Nee, warte mal. Im Frühling müssen wir ja Steuern zahlen. War ja noch was. 36 reicht erstmal. Zack. Und dann können wir immer noch nach. Wir müssen ja zum Steuern zahlen nach Gastovia und dann können wir da immer noch Dünger kaufen. So. Gut. Verkaufen wir jetzt die 2 Beeren noch. Können wir auch gleich selber mal essen. Wollten wir noch was von dir? Kohlsamen haben wir noch alles? Nö. Tschüss. Tschüss, Norbert. Mach's gut. Wer ist denn hier noch so? Afina, wer bist du denn? Oh, Alina, die ist 18. Hey, ich habe so gerade meine Zukünftige gefunden, glaube ich. Alina, 18. Jetzt, Konzentration. Hast du einen Moment Zeit, Alina? Das mit der Jagd? Ja, finde sie gut. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir ergangen, Alina? 62. Speicher mal. Geht das überhaupt? Die geht jetzt nicht. Jetzt geht auf Wiedersehen. Speicher mal. Falls jetzt was ganz Doofes, vielleicht lade ich dann nochmal. Nee, aber eigentlich will ich das gar nicht. Aber die Alina, die ist genau mein Alter und die ist doch. Guck mal, die ist doch hübsch, ne? Alina. Alina, ich mache mal ein Bild von Alina. Klick. Hast du einen Moment Zeit?
auch. Das ist ein Moment Zeit. Feldarbeit traue ich mich nicht. Oh, da weiß ich es nicht. Das ist irgendwie beides doof. Wenn, vielleicht findet dieser Feldarbeit doof. Sagst du, du stinkst. Du blöder Feldarbeiter. Und Adlige, finde sie vielleicht aber auch doof. Das mache ich mit dir, Alina. Das nehme ich. Ach komm, ich riskier's. Ja, das ist einfacher mit der Fahrt. Ja, Alina. Findest du gut? Hast du einen Moment Zeit? Ein Pünktchen noch? Jetzt willst du nicht mehr. Na gut. 69. Noch ein Punkt, dann können wir sie anflirten. Alina will ich haben. Alina finde ich gut. Die ist 18. Alina. Ich komme dann nächstes Jahr wieder, ne? Im Frühling. Wartest du auf mich und heirate zwischendurch nicht. Bitte. Gut. Speichern. Yeah. Das war ja mal erfolgreich. Jetzt ist irgendwie, wo sind Herbert und so Wunder auf dem Weg nach Hause? Wir gehen jetzt hier schön den Weg lang. Nee. Nach Hause. Ach, guck mal, da gehen sie lang. Na, ihr beiden. Lasst euch nicht vom Wiesen umrennen oder vom Wildschwein oder sonst irgendwas. Da gehen sie. Ich könnte ja mal gucken, ob ich schon einen Grabungsschuppen bauen kann. Ich könnte ja mal folgen, da brauche ich gar nicht überlegen, wo ich lang muss. Weil die gehen ja immer so schnurstracks gerade dahin. Ich begleite euch mal ein Stück. Ob ich vielleicht schon mal einen Grabungsschuppen oder sowas machen kann. Dann bräuchte ich nicht selber Steine. Was kann ich denn so machen? Gucken, was, wo sind wir denn jetzt? Da. Nee, Quatsch. Da. So, wir können ein Haus bauen. Ja, das. Logisch, Holzschuppen haben wir schon. Jagdhütte können wir noch nicht. Ich werde irgendwann jagen müssen. Hilft nichts. Wir haben ja auch diese Quest noch. Eine Scheune bauen wollte ich. Stimmt, eine Scheune wollte ich bauen. Jetzt haben wir den zweiten Tag vom Winter, ne? Dann könnten wir morgen eine Scheune bauen. Und wir können eine Näherei bauen. Dann könnten wir einen Strohhut basteln. Und man kann jetzt auch so Körbe bauen. Und dann kann man bald, wenn ich Handwerk mache, Handwerk kochen, kann ich endlich die Taverne machen und dann kann ich mir endlich eine Suppe kochen, was ich unbedingt machen will. Gut. Ich weiß jetzt natürlich wieder nicht, wie lange ich jetzt hier schon wieder rumdaddel. Wisst ihr was? Ich begleite die beiden jetzt nach Hause und sehe zu, dass die da heile ankommen und dass ich heile ankomme und zu Hause treffen wir uns dann wieder. Und dann bauen wir eine Scheune oder so. Mal gucken. Gut. Wie gesagt, ich bringe jetzt die beiden hier nach Hause, damit die jetzt irgendwie hier nicht vom Wildschwein gefressen werden oder dergleichen. Und wir sehen uns dann wieder. Bis morgen. Tschüss.